Leute! Wir sind zurück. Der gute Fang ist einfach abgekratzt. Oh, er wurde von einem Schabernack getötet. Ich war's nicht. Ich auch nicht. Hier war übrigens gerade ein Alpaka. Was? Ja. Das sind hier Elche. Läuft ein Alpaka rum. Das sind Elche ohne Augen. Das ist ein Hirsch ohne Augen. Ja, wie ein Hirsch ohne Augen. Soll ich die töten? Nee, warte. Ich will das erstmal sehen, bevor du es tötest. Lull. Das sind 4 Stück. Ich töte die nicht. Soll ich sie anzünden? Ich töte nur diesen Cat Coon, Alter. Das ich kann war's. Die anzünden kann ich die nicht. Aber warum sind die hier Alpakas, Alter? Soll ich die mal angreifen? Wenn du es angreifst, nee, lass lieber. Hör da. Ach, nein, lass lieber bleiben. Nicht. Wobei? Ja. Oh. Die sieht halt schon doof aus, ne? Die töten euch. Nein! Ach so, die laufen nur weg. Hinterher jagen! Los! Zum wieder am Schweinemann vorbei, Alter. Geil! Wo sind die Alpakas jetzt hin? Frosch ist hinter uns! Die Alpakas sind hier hinten. Komm, sie können nicht weit weglaufen. Los, töte die Alpakas! Ich habe einen festgehauen, ja, festgesetzt. Ich hau ihn kaputt. Los, töte ihn! Mach ihn zu Hirschfleisch! Los! Yes! Ja! Los, wir müssen noch die anderen töten! Wo seid ihr? Sind die weggelaufen? Wahrscheinlich in die andere Richtung. Gut. Wo wurde wiederbelebt? Da muss er jetzt schnell zum Dingens laufen. Ich nehme nochmal so einen Busch hier mit, weil wir brauchen mehr Büsche, auf jeden Fall. Da sind sie! Du hast sie? Ich mach die zu Hirschfleisch. Los, wir brauchen das Fleisch. Die Geräusche, Alter. Töten! Ja, aber der hat nur eingegeben, das ist ja lahm. Irgendwo, die anderen sind hier irgendwo lang gelaufen. So, jetzt sind wir mal die richtigen Jäger hier im Part, Leute. Ach ja, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, Leute. Ich sag das hier auch nochmal, falls ich das nicht am Anfang des letzten Parts gesagt habe. Der letzte Part wurde von Miko aufgenommen, weil ich zu doof war, so, du gucken, wegen dem Kühlschrank, die Aufnahme, ne? Richtig zu machen. Genau, wegen dem Kühlschrank. Der soll ich hier irgendwo so sein. Warum ist Fangs da raus? Er ist geflogen. Hier ist sie. Der heißt hier Kühlbox. Kannst du herstellen? Nee, leider nicht. Mir fehlen Gold und wir brauchen dafür noch anderes Zeug. Oh, dein Zeug liegt aber hier. Lock dich einfach wieder ein. Liegen, ja, das liegt alles noch hier. Ach, hier Scheiße, liegt noch, hier Alter. Liegt das ganze Holz. Pflanzt die Alter. Bäume auf jeden Fall wieder an. Ja, Alter, wie viel hat er denn weggefressen, Alter? Fang! Ich habe das Holz nicht aufgesammelt, das hatte ich davor schon. Alter. Ach du Scheiße, Alter. Ich habe hier doch irgendwo noch einen Kiefernzapfen eingesammelt, oder? Nee, der liegt da noch. Du musst immer wieder nachpflanzen, sonst wird der Wald irgendwann wütend auf dich und tötet dich. Hört sich beknackt an, aber ist so. Ja, wollen wir noch ein bisschen nach Süden? Oh, die Tage, guck mal, die Nächte werden länger, ne? Oh, die Nächte werden wirklich länger, ja. Ja. Der Winter kommt näher. Das ist nicht gut. Wir müssen unsere Farm herstellen. Ja. Was brauchen wir denn für eine Farm? Einfach der Tag weitergelaufen ist. Jetzt komme ich garantiert nicht mehr zu euch. Wieso? Guck doch mal den Tag an. Ja, ein bisschen heftig, ne? Ja. Kannst du fackeln? Ach, du hast ja gar nichts, ne? Ja eben, ich hab nichts. Dein Zeug liegt ja auch noch rum. Das lassen wir ja auch liegen. So, dann verreck ich gleich wieder. Ach, warte, lauf einfach, dann schaffst du das schon. So, ich hab mir mal einen Blumenkranz ausgerüstet. Das hilft mir mal, meine Gesundheit, meine geistige Gesundheit ein bisschen hochzuhalten. So, ich sollte mal langsam das Feuer anmachen. Nee, noch nicht, ne? Ach, wir müssen auch langsam mal erforschen. Also wir müssen ein paar mehr Sachen holen. Wir müssen auch düngen, die ganzen Sträucher, sonst wachsen die nicht. Ich hab die schon gedüngt. Einmal. Such du mal lieber irgendwie eine Methode, wie wir irgendwie Farmen bauen können. Was brauchen wir dafür eigentlich? Gute Frage. Da sind die Alpakas wieder. Töte ihn! Angriff!
Los, töte den Alpaka! Ja! Gejagt, Alter, töte ihn! Wie düngt man denn die Felder? Ich kann hier nichts. Einfach die Scheiße nehmen und dann wie beim Nachfeuern. Alchemiemaschine, elektrische Dingsbums, Denkfabrik. Was? Eine Denkfabrik? Ja, guck mal, wenn ich jetzt auf die Kacke gegangen bin, dann steht hier immer nur abbrechen. Ich kann davon nichts düngen. Ach so, oh, ich bin ein Idiot. Düngen, hier. Ja. Ackerkrautsalbe. Honig, Auffrischungsimpfung, Bernie. Was soll denn? Eine Vogelfalle in Insekten. Bo spielt ein bisschen auf sein Ding. Das ist gut. Oh nein, es wird dunkel. Wo können wir denn jetzt her? Wie brauchen wir dafür, um eine Farm herzustellen? Ich weiß nicht, bei welchen. Ich habe jetzt pro aus Versehen Hühnerschenkel gegeben. Bei der Wissenschaftsmaschine? Oder wo können wir denn eine Farm herstellen? Das ist eine gute Frage. Ich denke bei der Alchemiemaschine, oder? Ich weiß es nicht. Bei welcher Maschine? Wird mir ein Froschschenkel gegeben. Ja. Dann kannst du kochen. Überleben, essen. Essen wahrscheinlich. Ein Schmortopf. Ach so, ja. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schmortopf. Kompostbehälter wäre auch nice. Wir brauchen immer Überreste und drei Bretter. Ich habe gerade eine Krähe getötet. Ihr solltet hier mal ein bisschen Feuer anmachen. Du hast doch das Holz. Nein, habe ich nicht. Fabrik. Hast du mir geklaut oder so? Nein, niemand hat dir dein Zeug geklaut. Warte, ich hab noch Holz, warte. Ich hab schon nachgefeuert. Nee, ich hab noch Holz. Was, hier ist so zweites Skelett. Hier, falls ihr Holzscheite braucht, da sind wir hier. Einfach ins Lager packen. Ja, im Lager guckt halt so selten niemand rein. Oh, die ganzen Pilze werden auch langsam schlecht da drin, ne? Ja, die Pilze kannst du wegwerfen, die kann man eh nicht essen. Ich dachte halt eigentlich, dass man die essen kann, aber... So, ich suche jetzt die anderen beiden Alpakas, Alter. Ich werde das Fleisch jetzt überbraten. Wie schnell hat man denn Hunger? Kochen. Ja, du bist halt jemand, der sehr viel fressen muss. Ja, merke ich schon. Ich muss langsam auch wieder Blumen sammeln. Wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Hier sind zwei. Ich war noch nicht so weit nach Süden, deswegen gehe ich jetzt mal nach Süden. Hast du die Alpakas gefunden? Ja, die sind hier zwei. Oh ja, töte sie! Greif einfach an, spam sie! Spam sie nieder! Ja, mit einer Axt oder was? Töte ihn, los! Stell dir doch einen Speer her! Stell dir doch einen Speer her! Ja, echt so! Mach dir doch einen Speer! Übrigens, die Kacke sollst du unbedingt sammeln. Immer wenn ihr welche seht. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Immer viel Scheiße nehmen. Können wir auch die Schweinetypen killen? Ja, aber ich weiß nicht. Du kannst die Schweinetypen doch benutzen. Schenk denen mal Monsterfleisch, was du von den Spinnen kriegst. Dann folgt er dir. Und dann musst du Holz hacken gehen. Dann hacken wir auch Holz für dich. Ah, cool. Ich töte gerade das letzte Alpaka. Das letzte Einhorn. So, wir haben das letzte. Ich habe das letzte Alpaka gekillt. So, ich gehe mal ein bisschen erkunden nach Süden. Ganz weit. Ja. Am besten ist, ihr guckt euch auch mal ein bisschen um. Weil noch haben wir Zeit. Im Winter ist es nachher schwierig. Essen. Da sind Blumen. Nice. Komm mal her, Bro. Bitte. Gib mir aber kein Monster essen. Verwandle ich nicht. Weißt du doch gar nicht. Das sollte ein bisschen passen. Ist das schon wieder ein Schweinedorf? Nee, nur eine Hütte. Hast du erstmal genug? Nicht wirklich. Das ist schlecht. Aber ich habe erst ein Schwert. Warum liegt hier Holz? Warte mal, dann komm mal her. Holzbretter rum. Hier. Wieso liegt hier ein Busch einfach so rum? Danke. Bärenstrauch. Nehmen wir mit.
Jetzt sollten wir uns aber wirklich ein bisschen umgucken, weil die Nächte werden wirklich länger. Wir kommen immer näher an den Winter ran. Und den Winter zu überleben, das wird nicht angenehm werden. Nee. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall einen Kühlschrank. Das ist unser größtes Problem gerade. Damit wir unser Essen lagern können. Ja. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal auch ein bisschen auch erforschen und immer alles mitnehmen, was man findet. Weil wenn wir die Map nicht kennen, haben wir nachher ein Problem, wenn wir was brauchen und nicht wissen, wo wir es herholen. Wir sollten Fallen aufstellen für wichtige Orte auf der Map, weil an den Fallen können wir erkennen, wo wir dann hin können. Ich tu dir nichts, langbeiniges etwas. Bitte töte mich nicht. oh shit, das stalkt mich. Alter, hier Süden geht die Map nochmal richtig lang, ne? Wow! Wieso greift mich ein schwarzes Wildschwein an? Das sind die Hunde! Wir müssen so das sind die Hunde, die uns angreifen. Oh fuck! Oh nein! Oh nein! Ja, das sind die, wie ich meine. Wir müssen jetzt hier unbedingt weg. Oh nein, die greifen mich an! Was soll ich tun? Geh zu den Bisons! Aber es ist gar nicht so. Ich muss laufen! Ich sag's doch eigentlich, dass die kommen. Die Bisons machen nichts! Ja, dann musst du hoffen, dass du musst die Hunde dazu bringen, dich anzugreifen, während du in die Bisons stehen oder so. Tu ich gerade. Aber ich brauche Hilfe. Au! Hör auf, nicht kämpfen gegen die, das ist keine Chance. Tu ich nicht, aber die töten mich an. Dann lauf um dein Leben. Ich bin schon bei den Bisons. Ja, jetzt die Bisons töten sie. Ich bin gleich auch gleich da. Au! Setz mich doch nicht zurück, Alter. Oh Gott. Oh, Alter. Lauf! Die Bisons müssen die töten. Oh nein! Da! Ah, au! Oh. Da ist noch einer. Irgendjemand wird wahnsinnig gerade. Oh, ich glaube, du wirst wahnsinnig, oder? Ich habe noch Hälfte. Oh. Okay, dann. Holy Macaroni, Alter. Wieso war doch easy? Ja! Ich muss aber zum Lager zurück, ich muss was essen. Ja, nimm das Monsterfleisch mit. Das kannst du den Schwein schenken. Dann sind die dir für einen ganzen Tag lang treu ergeben. Aber ja, ich müsste langsam Blumen sammeln. Oh, wir müssen uns beeilen. Oh fuck, ich komm zu spät. Oh nein, setz mich doch nicht zurück, Alter. Die Hunde, Alter. Du hast erstmal gedacht, das Wildschwein, aber nein, das sind die Hunde, die ich meine. Oh, setz mich nicht zurück, Spiel. Mach Lagerfeuer an. Mach Lagerfeuer an. Ich hab kein Holz, das Holz habe ich abgelegt. Das meine ich, leg das Holz einfach daneben. Dann passiert sowas nicht. Oh, ich muss erstmal kochen hier. Müssen wir erstmal das ganze Monsterfleisch kochen gleich, ne? Ja. Ich glaube, ich nicht essen, sonst verbrannte ich. Ich fütter dich schon nicht mehr. Aktiviert sich der Fluch, wenn du das isst? Nein, eigentlich nicht. Nein. Das aktiviert sich, glaube ich, eher einfach bei Vollmond. Kannst ja ausprobieren, gib mir einfach was zu essen. Wir werden so oder so. Du willst auch nur essen bei mir schnurren. Wenn wir keinen Kühlschrank und keine Farm haben, haben wir ein großes Problem. Ich kann dir halt leider nicht. Ich könnte dir halt nur alles geben an Essen. Du kannst halt nicht aufheilen. Warum auch immer. Hey, du kannst doch dann mir einen geben und dann. Nein, das geht nur mit Füttern. Dafür muss ich das erstmal kochen. So. Hier, auch. Nimm das hier. Bitteschön, leg ich dir da hin. Das Monsterfleisch. Gönn dir. Reicht das? Wir brauchen eine Farm. Wir brauchen eine scheiß Farm, Alter. Eine fucking Farm. Soll ich das jetzt echt essen? Ja, ess doch einfach jetzt. Was soll schon passieren? Das Monsterfleisch senkt dein Leben. Oh. Ja, aber richtig hart.
Ja gut, ne? Ist nicht so gut, würde ich mal sagen. Ach nee. Was. Das war hat mir eben nicht gut. Aber du hast recht, wir brauchen eine Farm. So, wo ich die Scheiße reingelegt? Da. Lagern. Gut, Materialien. Nimm dir einfach alles, nimm dir alles raus, was an Materialien, was es hier gibt. Und dann kannst du immer noch alles daraus gucken, ob du das daraus herstellen kannst. Ich habe hier noch einen Busch. Was soll ich einen Busch? Ach genau, den habe ich gefunden. Muss aber noch gedüngt werden. Ich habe mir jetzt auch mal einen Kranz geholt, damit ich mein Gehirn etwas boosten kann. Besser ist. Ist das? Ja, mit genug Blumen kannst du dir einen Kranz machen. Warum kann ich mir einen Grasschirm herstellen? Ist hier was Neues? Was bringt die Forke? Damit kannst du Felder anlegen. Mit der Forke? Ja! Wieso habt ihr das noch nicht gemacht? Wenn es so einfach ist? Zum Graben und Schaufeln. Die Forke doch. Wirklich? So einfach ist das? Schein. Aber wo sitzt denn der Kranz? So, da könnt ihr hier anpflanzen. Hier, seht ihr das, wo ihr anpflanzen könnt? Ja. Kannst du mit der Schaufel mal den Baumstumpf da rausnehmen? Mach ich sofort. Oh, ich seh schon. Oh, nee, nicht gut. Ich seh schon. Ja, ich sehe auch, aber es geht schon wieder. Laubbedeckter Boden. Was kann man damit machen? Wahrscheinlich irgendwo hin tun. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wie wir auch den laubbedeckten Boden kann man als Feuerholz benutzen. Dafür brauchen wir Saatgut, ne? Dafür brauchen wir Saatgut, oder? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Soll ich das geben, meins, was ich habe? Und du müsstest das doch hier einfach dann pflanzen können. Nö. Hier, nimm einfach, nimm. Ich kann nichts mehr tragen, oh Gott. Aber ich kann, man kann das hier, diese Dings, das Zeug hier, das kann man benutzen zum Anzünden, ne? Als Anzünder. Echt? Ja. Das Anzünden. Yeah. Wer Monsterfleisch essen will, kann das gerne tun. Kannst du mal gucken? Damit halt anheizen. Ja, das ist gut, das macht fast voll. Ich kann sogar meine eigenen Barthaare verwenden zum Anheizen. So, ist hier noch irgendwas Spezielles? Ich kann... Was ist das? Mini-Zeichen, Wegweiser. Muss ich mir Wegweiser herstellen? Man muss halt immer zu den anderen... Eine Schaufel brauche ich jetzt nicht, dafür bist du zuständig. Was habe ich hier? Ich hab ein Geschenk. Eine Denkfabrik. Ein Ruder. Ja, super. Brauche ich das? Nein. Schicke Flossenfüße. Wir müssen halt mehr erkunden. Wie können wir das jetzt hier anpflanzen hier? Das ist eine gute Frage, du. Da fragst du mich was. Ja, erkunden ist. Gesagt. Möchte jemand mal googeln? Zaun, Strohmauer, ich kann jetzt nicht. Steinmauer, Mondfelsmauer, Kleiderschrank, Striegelblatt für Bifalus, Schweinestall. Oh, jetzt weiß ich, wie man Saatgut und sowas halbieren kann. Und? Du musst ZR drücken. Ja, super. Dann kannst du mit Y Sachen halbieren. Überleben, Heilsam, Ackerkraut, Honigumschlag, Honigumschlag, Auffrischungsimpfung, Bernie, Falle, Vogelfalle, Insektennetz. Oh, bau dir mal ein Insektennetz und fang mal ein paar Bienen. Ich kann mir kein Insektennetz bauen. Doch, du brauchst nur ein Seil, Stöcker und Spinnseide, zwei Stück. So, ich google gerade mal nach Feldern. Farm. So, warte mal. Spinnseide. Ruhe. In Don't Starve Together wurde das System neu gemacht. Nehmen. Was war das noch? Eine Angelrute. Soll ich mal angeln? Ich würde ja gerne aber vorher das Dingsnetz holen.
Insekten. Wir müssen Bücher machen. Bücher. Komm noch ein Seil. So. Wir müssen Wickerbottoms Buch und fortgeschrittenen Ackerbau. Ja, dann mach. Gartenbau, gekürzte Fassung. Müssen wir machen. Ich gehe jetzt ein paar Bienen fangen. Aber wo ist das denn, das Buch? Ich doch nicht. Wenn wir nicht erkunden, können wir das auch nicht. Wenn wir die Web nicht erkunden, können wir es auch nicht machen. Ich erkunde ja, aber irgendwie ist ja auch eine Sackgasse. Du erkundest, was dir aber nichts bringt, weil du die die Ausrüstung nicht hast. Ich habe zum Beispiel, um Sachen zu fangen oder Sachen umzugraben oder Sachen zu auszubuddeln. Du hast nur eine Spitzhacke. eine Hacke. Die ist ja nicht. Ach ja. Denkfabrik hatten wir schon. Oh, das müssen wir auch noch machen. Kartografentisch. Zeig allen genau, wo du warst. Okay. Das ist aber jetzt erstmal nicht so notwendig wie das andere Zeug. Und Gartendingsgrab brauchen wir. Flüge ein Feld für deine Pflanzen. Wie macht man das? Wir brauchen 3 Holzbretter, 2 Seile und das können wir machen. Das können wir machen. Dann stell her. Ich wollte gleich am nächsten Tag Bienen fangen. Oh, dunkel. Ja, ich mach schon Feuer an. Alles kein Problem. So, zwei Seile haben wir. Was brauchen wir noch? Genau, und Steine. Jetzt müsste ich das Gartending. Geschliffene Steine habe ich in der nicht. Nee, Seile brauche ich noch. Seile. Wir können keine Oh. Doch, wir haben, können Seile herstellen. Warte, hier, schick. Ich werf die jetzt hier mal hin. Hier! Ich hab die Dinger hingeworfen. Da links neben den Truhen, da sind hier Dings. Ich werde sterben. Schon wieder? Gut. Ja, Dave. Na super. Du hast ja noch. Das Lagerfeuer wird garantiert einfach rausgehen, während ich also verschwinden, weißt du? Mach's doch mal, heiz es doch an. Mach ich ja, aber das kann ja trotzdem verschwinden. Jetzt können wir das Ding hier machen. Was denn? Also wie halt von Fang hier nur alles voller Leichen liegt. Jo. Was hast du denn gebaut? Warte. Ein Gartendings da. So, dann müsst ihr jetzt das Feld umflügen. Was für... Ja. Felder! Nice! Dann hast du jetzt zu tun. Ich werde Bienen fangen jetzt. Ich habe leider keine Schaufel mehr, also muss ich mir eine Schaufel machen. So, ich weiß ja, wo es Bienen gibt. Ich fange jetzt ein paar Bienen, ne? Ja. So. So, aber wie pflanze ich hier jetzt was an? Ich habe keine Steine, kein Schimmer. Das wirst du jetzt herausfinden müssen. Das wirst du jetzt herausfinden müssen. Hat der mir da hingeschissen, Alter? Jetzt habe ich hier zwar Saatgut. Oh, Pflanzen. Da, wo sind die Bienen? Da sind 2 Bienen. Bienen, haut ab! Es sind zu viele! Ja, genau! Komm, greif das Schwein an. Oh, brauchen wir dafür jetzt eine Forke? Kann sein. Ich kann keine Forke machen, ne? Wieso kannst du keine Forke machen? Weil wir nicht mehr genug haben, glaube ich. Doch, ich kann eine Forke machen. Oh Gott, mein Bienennetz ist kaputt. Ich habe keine einzige Biene gefangen.
weil ich nicht wusste, was man drücken muss. Ah, dafür brauchen wir jetzt die Gartenhacke. Hast du eine Gartenhacke? Ich habe eine Gartenhacke. Willst ja, die dann haben? Hack mal. Hack mal. Hack mal das Feld hier. Verwenden. Beackern. Genau, beacker die Kacke. Dann kann ich da nämlich Saatgut anpflanzen. Okay, dann mach. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht, wie das funktioniert ganz genau, aber ich mach einfach. Und dann immer auch mit den Pflanzen reden. Dann fühlen sich die Pflanzen gut. Du hast auch eine Waffel. Kann das sein? So. Gut, und nun? Endlich! Unser erstes Feld. Jetzt müssen wir warten. Ja, dann mach nochmal ein Feld. Warte mal, man soll noch ein Feld machen. Hier. Aber wo mache ich das entwickeln? Machen wir das hier oder hier? Ja, so langsam wird's. Wo ist eigentlich Fang? Der ist tot. Wie, echt jetzt? Ja. Fang was gefunden? Weiß Fang, Fang, bist du gestorben? Nee, lebt noch. Gut. Aber jetzt nur noch. Jetzt muss ich mit der Schaufel erstmal ein bisschen hier ausgraben. Das Gartendings da Ding wieder nehmen. Ach, hast du das Gartendings da schon genommen? Achso, soll ich dir geben? Warte, ich wusste. Nein, nein, behalt ruhig. Pack's in eine Truhe oder sowas. Wir es erstmal nicht mehr brauchen. Okay. Die Truhe ist voll. Voller Scheiße. Nee, du wirst es wahrscheinlich noch gleich noch mehr brauchen. Deswegen. Ich geb dir das mal. Scheiße, meine Hacke ist. Bitteschön. Genau. Hab einmal die Bäume aus, weil wir brauchen hier ein bisschen Platz. Wir haben keinen Saatgut mehr. Tag 15 und wir fangen jetzt erst damit an, weißt du? Ja, wir hätten viel früher damit anfangen müssen eigentlich, ne? Ja, aber in der Zeit ist halt Fang schon zweimal gestorben. Das ist halt voll krank. Ich werde auch schon gleich nochmal sterben. Wahrscheinlich. Wo bist du eigentlich? Ich hab Stein und so einen Scheiß geholt. Ach so. So, mehr Saatgut habe ich leider nicht. Hab ich noch Saatgut? Ja, hier. Pflanzen. Ein Saatgut habe ich noch gehabt. Sehr gut. So, jetzt muss ich aber langsam wieder was essen. Eine Blume gefunden, ne? Das ist einfach verrückt? Lächerlich. Jo, ich werde richtig krass verrückt. Ja, war klar. Du verlierst alle deine Items, wenn du jetzt verreckst, ne? So langsam, jetzt als nächstes ist uns ein Kochtisch wichtig. Und ein Kühlschrank. Ja. Kochtisch und Kühlschrank. Ja, noch brauchen wir nicht. Noch brauchst du nicht nach hier. Deshalb habe ich ja eine Idee. Bevor ich sterbe, gebe ich euch alles. Nein, du musst einfach nur am Lager, aber bitte nicht am Lagerfeuer sterben. Dann landen deine Items eh da. Da, Gold. Genau. So, ich pflanze jetzt mal all diese ganzen Baumstümpfe aus, weil sie eh nur nerven. Das ist echt. Aber das ist auch lame, wenn du jetzt mit Absicht stirbst. Versuch die wenigstens wieder zu heilen. Ja, echt so. Nicht mit Absicht sterben. Tue ich nicht. Ich gebe das mal ab. Das Eis. Ja. Dann tu das doch da in die Truhen schon rein. Ja, kann ich nicht. Ich muss ja jetzt Blumen suchen gehen. Ja, das solltest du auf jeden Fall machen. Gut. Da könnten wir noch hinten rechts. Wir könnten noch eine Biene fangen. Gab es hier irgendwo Wurmlöcher? Ja, da gab es ein Wurmloch. Der hat mir, glaube ich, hier hin irgendwo hingeführt unten. Ich war noch nicht ganz südlich, ne? Da kann ich nicht lang. Ich habe gerade Cat Coons getötet. Ich habe noch Saatgut gefunden. Sehr nice. Das bringen die Vögel ja immer mit. So. Pflanzen. Oh, unsere Bäume wachsen gerade alle. Ja, man sieht's direkt. Das sind die, die du als erstes gepflanzt hast, ne? Genau, gleich mal mitnehmen. Oh Gott, was ist das denn hier für eine Ebene? So, am nächsten Tag würde ich mal sagen, gehen wir nochmal ganz nach unten zusammen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Und töten alles, was auf dem Weg liegt. Oh shit. Wir müssen auch unbedingt mehr Truhen herstellen. Wir brauchen mehr Truhen. Oh shit. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Ja. Du bist tot. Das war's.
Nee, er hat's noch geschafft. Helligkeit. Aber ich bin sehr verrückt. So, ich habe jetzt kein Holz mehr. Hier, das kannst du nachzuladen zum Benutzen zum platzieren hier einfach mal. Nicht platzieren. Absetzen. Laubbedeckter Boden, das kannst du benutzen, um das Lagerfeuer anzuzünden. Ah, cool. Das ist halt, dass ich mir das Spitz mit der Forke aus dem Boden hole. Was ist? Scheiße, haben wir noch. Hat jemand noch Bretter oder Holz? Oh! Aber du kannst laubbedeckten Boden als Dings benutzen, für zu brennen. Bretter, ich habe nur drei. Brauchst du drei? Ja, genau. Oh! Ja, bitte schön, leg dich einfach hin. Nimm. Danke. So, dann mache ich nämlich gleich mal Huhn. Alter, die Hände gehen auch nicht ganz weg, ne? Und ja, weil das Feuer zu gut ist. Es brennt einfach zu gut. Gar nichts machen, muss nur im Kreis rennen. Tu mal das Gold da rein. Wo? Hast du so, auch komm. Blumen? Wollen wir jetzt nach Süden gehen zusammen? Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen, denn sonst haben wir keine Nahrung. Ja, du hast recht. Lass uns mal alle zusammen nach Süden gehen. Oh, geh du mal nach oben. Du findest da irgendwo Blumen. Warte, bevor wir nach Süden gehen, lass mich mal kurz wir haben nicht viel Zeit. So, Beeren nehmen. Ich habe hier noch Kacke. Kacke. Irgendwo nach oben. Bin ich schon gebraten? Nee. Wir müssen auch unbedingt noch wesentlich mehr Truhen herstellen. So. Katzenschweif, Rasierer brauche ich nicht mitnehmen. Brauche Rasierer auf Rückweg, wenn es so dunkel wird, kannst du die Viecher noch schon mal rasieren. Ach, funktioniert das mit dem Rasierer? Ja, aber nur wenn die schlafen halt, ne? Gut, dann los geht's. Gut, ausgerüstet mit dem Speer? Ja. Ja. Gut, wir gehen jetzt einfach ganz nach Süden. Soweit es geht, wie nach Süden. Kann ich mir auch zur Not noch einen Speer herstellen? Nee, ja, das kannst du auf den Weg zurück machen oder so. Ich habe nämlich nur noch 23%. Wovon? Scheiße, hier ist eine Sackgasse. Von dem Speer. Achso, ich habe noch 52, aber ich habe noch Steine und Zweige dabei. Also zur Not stelle ich noch eins her. Gut. Und dann geht es nämlich nicht. Wir müssen nämlich ein bisschen jagen gehen, ne? Wir brauchen ja. Essen. Hier sind gar keine. So, am besten auf dem Weg, dann ist das gut. Gras sollten wir mitnehmen. Da habe ich noch eine Menge, glaube ich. Oder habe ich weggelegt? Ich weiß es nicht. Hier sind gar keine Blumen, Bro. Doch, irgendwo da oben, wo die Bienen sind, findest du relativ viele Blumen. Ich war da eben. Du musst nur die Bienen finden. Shit. Scheiße, die Vögel. Vögel sind eh nicht gut als Nahrung. Oh, hier liegt noch Monsterfleisch. Und Scheiße. Ja. Einfach nach Süden. Einfach nach Süden. Hallo Schwein. Kannst du nicht das Monster, weil ich kann nicht das Monsterfleisch geben. Geben. Bitte schön, schenke ich dir. Du, gut. Danke. Der folgt uns jetzt übrigens. Er ist jetzt unser Freund. Ja, geil. Der ist jetzt unser Freund, ne? Ja, er ist unser bester Freund. Großartig. Wirklich? Ja, okay, er kommt. Aber es braucht ein bisschen. Genau. Aber er beschützt uns. Schon mal lang gegangen? Hast du, wenn du Monsterfleisch hast, gib ruhig den Schwein das Monsterfleisch, dann helfen sie dir. Ich habe leider kein Monsterfleisch. Eine Alraune. Nimm mit. Einfach mitnehmen. Kann man was draus craften. Gegönnt, Alter. Gegönnt. Am Ende eines Weges soll immer was Gutes sein. Deswegen immer mit immer lang gehen. Hier sind Blumen. Hier sind Blumen. Ja, aktuell bin ich voll, deswegen sammle ich nichts. Ach so, ich bin aktuell leider nicht voll. Sammle mir einfach mal ein paar ein, dann geht's weiter. Wir müssen die Map ja auch irgendwie langsam auch erforschen, ergründen. Wir müssen aber gleich auch schon wieder zurück. Oder hast du genug für Lagerfeuer oder sowas? Ja, ich habe genug. Damit wir die Nacht durchstehen. Okay, Spindorf und Schweine. Und sie greifen nicht. Oh Gott. Lass sie ruhig den Schwein angreifen. Das ist eine goldene Spinne. Okay, die sind stark. Okay, hier sind auf jeden Fall zu viele Spinnen. Da sollten wir uns auf jeden Fall nicht drum kümmern. Das sieht denn sehr nach Sackgasse aus, ja. Wollen wir rechts lang? Ah, nee, oder? Ja, ne? Ja, wir können eine Spinne pullen. Nimm Monsterfleisch mit. Hab ich.
Können wir gleich noch mehr Schweine als Freunde zusammen trommeln. Guck mal, die Schweine sind schon tot. Guck mal, hier ist mein bester Freund. Ja, das war's mit deinem. Ja, das Schwein läuft da drüben. Das arme Schwein. Tja. Das arme... arme Schwein, ne? Aber wie kann man auch sein Haus... Mitten in einem Nest bauen, Alter. Ja, das ist ziemlich dämlich. Da ist ein Grabstein? Ja. Ja, was macht der? Kannst ausbuddeln? Ich wette, dass es dort unten allerhand gutes Zeug gibt. Totes Zeug, auf jeden Fall. Hier ist ein Stein. Kannst du ihn schlagen? Warte. Ich habe keine Spitzhacke dabei. Oh, nee. Ich kann das Grab ausgraben. Wirklich? Ich würde es an deiner Stelle nicht tun. Da war was drin. Blauer Edelstein. Echt jetzt? Ja. Da oben ist auch noch ein Grab. Wenn du schon am Buddeln bist, da hier. Oh Gott, da ist ein Geist. Ist das Fang? Klein Geist. Oh, hat der kleine Geist wie. Oh, scheiße, Spinnen. Ja, jetzt kommt das weg. Den Stein soll ich kaputt machen, sagst du? Nee. Oder doch, aber nicht, wenn Spinnen hier sind. Ein Buffalo ist hier. Oder zwei. Schade. Wenn es einer wäre, hätten wir ihn vielleicht eventuell. Ne? Weiß schon. Steine, Alter! Sehr gut. Wo bist du? Hier, du siehst mich doch. Ah, da oben. Guck mal, hier ist ein Buffalo. Nice, oder? Geil. Noch mehr gefunden. Hier waren wir auch noch nicht. Oh, Sträucher. Wir können uns was zu essen holen. Oh, ich habe aber schon was dabei, also kein Problem. Ich hab nur Monsterfleisch. Ich glaube, du kannst Karotten anpflanzen, glaube ich. Spinn? Hau die kaputt. Ich kann gerade nicht. Ich muss was essen. Seide, nice. Oh Gott, noch mehr Spinnen. So langsam brauchen wir einen Kochtisch, weil mein Leben regeneriert sich nicht mehr. Oh, du musst langsam das Lagerfeuer vorbereiten. Okay. Oh, oh. Mach ich. Feuer. Ich kann nicht. Oh nein. Kannst du? Ich hab nichts zum... Ich kann nicht. Was brauchst du denn für ein Lagerfeuer? Alles. Oh, Scheiße. Oh. Ja, was blieb alles übrig? Aber, ey, du kannst Buffalos rasieren. Ja, ich rüste meinen Rasierer gerade aus. Dann rasier sie mal. Rasieren. Wo ist das Speer jetzt? Da. Die Buffalos fackeln ab! Ich hoffe nicht. Die Büsche! Oh nein, lauf! Lass sie durchs Feuer laufen. Oh Gott, die sind wirklich sauer. Oh Gott. Oh nein, Niku wird gleich sterben, Leute. Oh ja. Ich laufe den Weg entlang. Tschüss. Nein, ich kann ja nur hier im Kreis laufen. Weil es noch nicht hell ist, du musst jetzt durchhalten. Nimm die Kohle mit, die hier überall rumliegt. Oh nee, wir haben Waldbrand verursacht. Oh nein. Wir fucken hier alles ab. Wird es langsam mal wieder Tag, Alter? Okay, sie haben aufgehört, mich zu stalken. Nein, haben sie nicht. Nein! Haben sie nicht. Sie werden mich auch ewig hassen. Wir brauchen eine Panflöte. Oh Gott, nicht zurücksetzen, bitte nicht vor dem Buffalo. Komm mit, Train, lauf. Ja, ich lauf hinter dir her, lauf einfach. Nein, nicht zurück, ich bin zurückgespawnt. Nein! Ich bin in ihn reingespawnt. Die ganzen Items, alle weg. Sammel das ein, was du brauchst, was geht. Ich muss jetzt einmal zurück. Ich kann gar nichts mehr einsammeln, weil alles voll ist. Ja, dann nimm nur das mit, was du brauchst. Ich muss einmal wieder zurück. Ja, geil. Kann ich mit den anderen Geister reden?
Scheiße, jetzt muss ich auch erstmal zurücklaufen. Ja, Leute, das war das Paradebeispiel, warum man keine Buffalose angreift. Also auf jeden Fall am Anfang noch nicht. Nein, das war einfach dumm. Das war ein Lag, Alter. Ich bin nur gestorben, weil mich das Spiel einfach plötzlich vor Buffalo zurückgesetzt hat. Nur deswegen bin ich gestorben. Du kannst den Buffalo übrigens heimsuchen, ne? Ja. Jetzt ist die Frage, wie komme ich wieder auf? Gott, das Lager ist so weit weg, ne? Es ist wirklich weit weg, aber ey, es brennt hier alles nieder, ne? Ja, dann lass es brennen. Der Wald wird uns sowieso töten. Der ganze Loot, yay. Alter. Der ganze Loot. Ich nehme auf dem Weg noch so viele Steine mit, wie ich kann. Nimm das Wichtigste aus meinem Inventar mit. Ich kann halt nichts mehr tragen, was soll ich machen? Ja, das Unnötige auch von der Inventar rausschmeißen und das Wichtige mitnehmen. Ich hab nichts Unnötiges! Dann versuch trotzdem alles mitzunehmen, was geht, Alter. Das ist alles leider weg. Na gut, dann werden wir sterben. Oh, hier ist noch ein Buffalo. Wir werden sterben, ja. Ich habe gedacht, wir können zu zweit kann man Buffalo zusammenkloppen, weil der andere war die schlafen, aber was kann ich denn dafür, wenn die plötzlich beide aufstehen? Oder ich plötzlich zurückgesetzt. Ihr wirst es in meiner Aufnahme sehen können. Ja. Denke ich auch. Du wirst es in meiner Aufnahme sehen, das war richtig unfair. War, als ob man sich von Buffalo erwischen lassen tut, weißt du? Normalerweise lässt man sich nicht erwischen, man läuft einfach geradeaus, da passiert sowas ja nicht. Da ist das Spiel schuld, da bin ich nicht schuld. Da ist das Spiel einfach schuld. Meinst du, ich schaffe es noch bis zum Tagesanbruch wieder zurück? Ja. Bevor es Nacht ist? Bin ja gleich da, glaube ich. Das Schwein heißt einfach Matt. Wo ist denn das jetzt? Das Portal. Ach, da unten. Scheiße, Alter. Die Buffaloons sind ja wirklich stark. Oh, unser Saatgut wächst. Das freut mich für dich. Ich muss jetzt ganz schnell zurück. Bro ist schon wieder fleißig am... Hab mal bitte schon mal Futter parat. Wenn ich gleich da bin. Ich hab nichts. Ich hab gar nichts. Okay. Meinst du, wir finden am nächsten Tag den Ort wieder? Ich versuch dir ein bisschen, Nee, den Ort finden wir nicht wieder, glaube ich. Gut, brennt ja alles weg, ne? Alle Truhen sind schon wieder voll? Genau das, was mir jetzt gerade passiert, ist mir eben gerade beim Buffalo passiert. Einfach zurückgesetzt. Oh, hast du die Truhen voll gemacht? Jupp. Ich war fleißig. Er hat getan und getutet. Was hat er denn gemacht? Wir haben nicht mal Holz drinne. Nee, das habe ich ja hier. Ja, toll. Leg das einfach, genau, einfach auf den Boden legen, wenn wir es brauchen. Oh, scheiße, Alter. Da bin ich wieder. Hast du was zu essen? Ja. Da liegt auch noch eine Keule für dich in der Truhe, in unserer Essenstruhe. Ja, welche ist denn die Essenstruhe? Die ganz linke. Ah. Ups. Ich wollte es eigentlich essen. Da ist noch Saatgut drin, falls du es brauchst, ne? Essen! Oh nein! Der Wald ist böse auf mich. Oh, ich brauche unbedingt. Unbedingt! Vergiss mein doch. Das ist nicht das, was ich mir erhofft habe, das, was wir hier kriegen. Ja, weil wir mich töten. Dafür bräuchten wir wohl Karotten oder so, ne? Und wir haben keine Forke mehr, oh nein! Ich habe eine schlechte Nachricht.
Der Wald will uns jetzt töten. Was sind da reingepackt? Katzenschwanz? Ja, genau, Katzenschwanz. Nico, hast du die Blume aufgehoben? Scheint so. Dann mach dir mal einen Kranz, dann wärst du nicht so verrückt. Ha. Ich hab doch nix. Ja, aber du kannst auch die Blumen nehmen. Ich hab doch da 12 Stück hingepackt. Wo? Reicht doch mal. Oh, die hat. Wo hast du die jetzt hingepackt? Oh. Ich hab. Hä, die liegen da doch. Sicher? Da liegen doch die Holzscheite. Nicht? Nee, die Blumen. Wieso sind denn nur noch 8 Blumen? Ich hab keine Blumen benutzt. Der muss ja. Nein, muss nicht. Ich hab keine benutzt. Feuer. Ach komm, ja. Heiz einfach. Anheizen. Oh Kacke. Oh shit. Oh Scheiße. Oh Gott. Ich bin tot. Nein. Du bist tot. Ich wurde von Schattenwesen gekillt. Ja, mein Gehirn ist auch kaputt. Mein Gehirn war nicht kaputt. Aber mein ganzes Gehirn ist kaputt. Komplett bis zum Ende. Dann war das. Oh, danke. Ja, wenn ihr mir nicht Blumen gibt oder so. Liegen doch in der Truhe. In welcher Truhe von den 50? Oh nein. Nein. Geh weg. Leute. Scheiße. Okay, das war's mit dieser Session. Nein. Das war's mit dieser Aufnahme. Nein, ich kann das alleine hier nicht. Oh, du schaffst das. Überlebe. Der ist fast bis zum Winter geschafft. Na, bis zum Winter ist noch ein bisschen hin. Ja, aber wir hätten uns auf jeden Fall besser vorbereiten müssen. Oh komm, werd jetzt mal hell, hier sind so viele Krallen. Boah, wie weit ist denn der Anfang zurück, sag mal? Du musst Blumen sammeln, sonst bist du jetzt schon kaputt. Ja, wäre ich nicht gestorben, hätte das dieses Spiel nicht geleckt, wäre ich nicht gestorben, wäre es nicht so weggekommen, Alter. Wie mich das Spiel einfach zurückgesetzt hat. Jetzt darf ich erstmal dahin wieder rennen und mein Gehirn ist fast wieder weg. Ich sag's dir, lauf gleich, am besten gleich woanders lang, weil es hat eigentlich keinen Zweck mehr. Lauf woanders lang und versuch Blumen zu finden. Quasi Neustart. Ja, wo bin ich? Ach, da. Das ist echt ein böser Baum. Ja, da pflanzen Bäume wieder. Kann ich nicht, ich hab ja nichts. Ja, da hast du zu viel Bäume wegen gepflanzt. Er hat zu viel abgeholzt. Wahrscheinlich. Ohne was nachzupflanzen. Jetzt will uns der Wald töten. Nee, ich habe ganz viel nachgepflanzt, aber irgendwie hat das nichts gebracht. Auf einmal kam da ein lila Baum. Das Miku. Ein Wurmloch. Der Miku läuft so ein dunkles. Warst du mal hier im Wurmloch drin? Huch. Ich kann immer als Geist in den Wurmloch rein. Wo bringt uns das hin? Okay, hier ist ein ganz neues Gebiet. Aber hier will ich nicht rein. Ich muss Blumen finden. Ja. Kannst du nicht deine Leiche da... Ja, meine Sachen kann ich gleich einsammeln, aber das hilft nichts, wenn ich das jetzt erst einsammle, dann bleibe ich ja trotzdem wahnsinnig und damit kommen die Viecher halt trotzdem wieder. Shit, das heißt, wenn ich keine Blumen finde, dann bringt es nichts, zum Lager zurückzurennen. Das meinte Miku auch vorhin eben. Mhm. Auch Essen. Anders zu essen. Sonst nehme ich ja gleich mein Inventar wieder an mich, aber erstmal muss ich Blumen finden, weil sonst töte ich dich halt auch gleich wieder, Bro. Und das ist halt beschissen. Nee, du wurdest getötet von der Hand, weil der eine Schatten zu nah war. Du wurdest nicht von den Geistern von Miku getötet. Nein, Miku kann mich nicht töten. Nee, aber... Vor allem wird das Herz mal weniger. Ne? Ja. Meint es schon auf die Hälfte runter. Ja. Also ab irgendeinem Zeitpunkt hat es auch keinen Zweck mehr. Ja, das stimmt. Weil wir dann sowieso nicht weitermachen können, weil irgendwann one-hitten uns Gegner und dann ist es sowieso vorbei. Dann bringt es ja auch nichts, irgendwie versuchen weiterzumachen. So, ich versuche jetzt Blumen zu finden, sonst bringt es auch nichts, sonst komme ich nicht zurück, kann ich auch nicht zurück. Auch essen. Das bin ich auch gleich. Wir hätten vorher alles versucht, ja, wenn man halt nicht weiß, ne? Man weiß halt nicht, was man braucht. Richtig.
Ich habe Blumen gefunden, weil ich diesen Ort kenne, wo man relativ gut Blumen findet, aber voll machen tut er mich auch nicht. Wegen diesen scheiß Killerbienen. Hier ist einfach nicht. Hier ist eine Höhle. Eine Felsenhöhle. Das nervt mich gerade so krass, Alter, wie dass wir wegen so einer Scheiße gestorben sind. Dabei waren wir so gut. Kannst du hier. Hier ist eine Felsenhöhle, lol, wo ich bin. Eine Felsenhöhle. Ja, wir waren wirklich diesmal gut, aber man verbessert sich ja. Genau. So, jetzt kann ich zurück. Ich bin fast wieder voll. Und Blumen. Ich kann mir so einen Kranz bauen. Nee, oh, ich komme zu dir! Die halten ja auch nicht lange, ne, leider. Leider. Liegt mein Loot da noch? Ja! Ich hab nichts genommen. So, langsam wird mein Gehirn auch wieder. Wo ist mein Rucksack? Da. Wie wenig gibt denn Essen, Alter? Was ist denn jetzt kaputt? Ich habe kein Holz, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Wie, du hast kein Holz? Ich war nicht Holzhacken. Konnte ich nicht. Musste Essen suchen. Da liegt wir doch Holz. Wir sind am Arsch. Hier liegt doch Holz. Na gut. Wir sind so am Arsch eigentlich so von vornherein, aber... Nee, es ist wieder alles gut. Wir müssen halt zwar wieder ein bisschen was farmen, aber wir können es noch schaffen. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, unser Leben wieder aufzufüllen, komplett. Aber ich habe halt, Oh, ich sehe es jetzt erst, was du meinst. Oh, die Gegner töten uns ja halt später nichts. Dann One-Hit einfach. Ich habe nichts zum Feuer machen gleich, weil ich finde einfach nichts. Genau, und so finde ich erst recht nichts, wenn man mich wieder vom Busch wegzieht, Spiel. Ich finde nirgendwo Feuersteine. Oder? Nee, ich brauche dieses Gras. Ich brauche Gras. Ich brauche Gras. Wir hätten am Anfang auch wesentlich mehr Truhen machen müssen, damit wir das wesentlich strukturierter alles einsortieren können. Ja, ich habe ein bisschen was, aber... Das ist alles verteilt. Es bringt gar nichts. Wir müssen mehr Truhen machen. Ich glaube, den spiele ich doch nicht mehr. Ist wirklich dunkel und ich sterbe, weil ich kein Feuerzeug finde oder kein Stuff für Feuer. Schaffst du es nicht bis hierher? Wie denn? Ich bin ja komplett. Ich musste mich erstmal umgucken, ob ich irgendwo Blumen finde. Oh, hast du noch was zu essen? Nein, bin ausgebrannt. Okay. Ich hatte schon vorhin nichts mehr. Ich brauche halt nur die Sträucher, die bei den Buffalos halt sind. Essen habe ich mittlerweile ein bisschen was gefunden. Aber ich werde gleich an der Dunkelheit sterben. Oh nein. Oh, und ich werde noch mehr nachhalten oder hast du kein Holz mehr? Ich hab nix. Ich kann keine Fackel herstellen ohne diesen Busch von Buddy Buffalos. Das heißt, du willst uns gerade sagen, wir sind am Arsch. Ja, ich sterbe ja jetzt. Nein. Weil ich musste meinen Wahnsinn erstmal heilen. Und bis ich meinen Wahnsinn gefunden habe, musste ich erstmal suchen, ob ich irgendwo... Also für mich ist die Session gelaufen, weil ich jetzt sofort bei jedem Monster One-Hit bin. Weil ich habe keine Gräser gefunden. Und ohne Gräser kann man sich nicht mal eine Fackel zünden. Wie kann man denn das Leben wieder voll auffüllen? Das müssen wir dann auf jeden Fall gleich nach diesem Tag mal googeln. Dann kriegen wir dein Leben vielleicht wieder voll. Ich denke, das geht nur mit Essen, aber richtig gutes Essen. Aber wie soll man denn Essen machen? Wir brauchen Schmortopf. Ja. Wir brauchen Holz, Kohle, Zweige und Steine, den Steindinger. Gut, wir werden jetzt nicht wiederbeleben. Nee, weil in der Nacht wiederbeleben macht keinen Sinn. Richtig. Nee. Haben wir keine Holzkohle? Doch, da, 8-mal. Holzkohle haben wir doch gefarmt. Geh weg da, Bro. Warum, wo? Da war oben so ein Schatten. Dann brauchen wir noch diese komischen Steine. Miko hatte die hergestellt irgendwo. So, Bro, gleich bist du alleine. Bist du gleich tot? Jo. Verarscht mich. Warum sterbt ihr denn alle gerade? Ich bin am Anfang nur gestorben, weil mich das Spiel plötzlich vor dem Buffalo zurückgesetzt hat, Alter.
wenn das Spiel wenigstens mal richtig zu einem zurücksetzen würde, dann sollte er doch die Buffalo zurücksetzen, nicht nur mich. Das ist voll einseitig, Alter. Oh, wir leben noch. Aber wir leben noch, Alter. Ich bin gleich tot. Mein Leben ist One-Hit. So, kann ich jetzt den Schmortopf machen? Nein, mir fehlen Zweige. Da siehst du mal, wir brauchen alles. Das ist mir sehr wichtig, ganz am Anfang alles zu sammeln. Oder habe ich die Zweige alle abgelegt? Kann natürlich auch sein. So. Kann doch diese Setzlinge untersuchen oder runtergehen und Gras sammeln. Ich kann den Schmortopf machen. Freut mich für dich. Es wird ein bisschen spät, Alter. Oh ja, wir können jetzt Essen kochen. Geil. Wir werden die dort. Da, hier, endlich ein Feuerstein, Alter. Falls du noch Feuersteine brauchst, hab ich auch noch hier. Jetzt nicht mehr. Gras. Ich brauch nur Gras. Jetzt. Gras habe ich hier 27 Stück gehabt. Ja. Oh, töte hier den Raccoon! Bringt mir hier am anderen, am Arsch der Welt halt nichts, ne? Genau, setz mich nochmal zurück. Genau, Spiel. Da ist ein Grashalm. Nice. So, komm, ich koche uns was zu essen, bis Miku da ist. Ich werde mich sofort auf den Weg machen. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ja, aber so wie im Leben hat es halt auch wirklich keinen Sinn, das weiterzumachen. Die Welt. Auch wenn wir wirklich mal gut dabei sind, aber. Oh, der Schmortopf kocht doch schon. Gib mir was zu essen, ich sterbe. Ich hab nichts. Er hat nichts, der Schmortopf kocht doch schon. Ich bin auf dem Weg. Ich kann dir nur Saatgut geben, zwei Stück. Mehr geht nicht. Nicht das geben, kannst essen. Du halt essen. Ja gut, das hat mich jetzt ein bisschen geheilt, aber nicht viel. Ja, mehr Oh Gott, was ist mit den Pflanzen passiert? Kartoffelpflanze? Hä, was? Ja, Kartoffel- und Kürbispflanze. Und Paprikapflanze. Los, mach was zu essen. Dann mach jetzt was zu Happa. Ich bin gleich voll kaputt, wenn ich da ankomme. Der Schmortopf schmort doch schon, was soll ich? Leute, seht ihr das? Ich muss alles machen. Du bist der Einzige, der hier gerade noch, der wahrscheinlich von uns am meisten Leben hat, weißt du? Ich habe nur so einen kleinen Punkt eigentlich übrig. Jupp, ich auch. Ganz wenig noch. So, da bin ich wieder. Guten Tag, da, Schmortopf fertig. Das Essen ist fertig. Das sieht unfassbar lecker aus, das sage ich dir. Und es ist nur eine Sache. Wer möchte sie haben? Alraunensuppe. Gib her. Ich fresse die Alraunensuppe. Ich habe schon mal eine Alraune gefressen. Ich kann okay, das warte, füttern. Oh, mein Bauch ist voll. Ach, toll. Kann ich auch irgendwas kochen? Ich werde auf jeden Fall gleich sterben. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt das. Aber haben wir wieder was dazu können. Oh, ich hab noch. Aber bevor ich verrecke. Und jetzt musst du auf Kochen gehen, B drücken. Kochen. Bevor ich verrecke, hole ich mir noch meinen Bonus ab. Okay, nehmen wir Kartoffeln. So, der Schmortopf kocht. Gut. Haben wir noch Saatgut? Hast du Saatgut mitgebracht? Da oben liegt noch irgendwo Saatgut, aber was habe ich? Ich muss irgendwie was mitnehmen oder so. Ich brauche hier irgendwie Equipment. Oh, wir brauchen diese Spitzhacke, ne? Sonst können wir das nicht bearbeiten. Sonst können wir die Felder nicht machen. Ja, stell doch her. Miku, bevor ich verrecke, ja, bitteschön. Danke. Unser Feld wurde gerade einfach. Oh Gott, was ja passiert? Eine Krähe hat irgendwas gemacht. Nein. Alter, diese riesige Karotte. Die Porke macht die Felder weg. Da müsst ihr extrem aufpassen. Darf ich das essen, was da drin ist? Ja, genau. Pack die gleich in eine der leeren Truhen, damit wir das zum Kochen haben. Lagern. Wow, ein Kürbis. Und deswegen, wir müssen das Saatgut jetzt immer mitnehmen. Ja. Was hast du denn da gemacht? Ja, da baut gerade ein Feld auf. Aha, okay. Hab ich auch nicht gesehen. Maisstängel. Ja.
Es ist halt schon absolut lame, wie wir das hier handhaben. Hat, wer hat das Essen gegessen? Ich hab nichts gegessen. Ja, jetzt werde ich verhungern. Danke, Brudi. Du hast doch noch hier, hier ist noch Kürbis drin und so weiter. Da kannst du noch benutzen. Den Kürbis habe ich da reingepackt. Den Kürbis habe ich doch gerade hier reingepackt. Ja, da ach, war so, ja, noch den. Einer. Ah ja, gut, das kann ich dann kochen. Haben wir noch was zu verbrennen? Ich hab noch ein bisschen was. Weil gleich ist wieder Nacht oder so. Eigentlich haben wir nicht überlebt, das sage ich euch jetzt schon. Eigentlich zählt das nicht. Ja, wir sind so gut wie tot. Wir sind echt so gut wie tot, wir können halt fast gar nichts mehr machen, ne? Wir haben zu wenig erkundet, wir haben zu wenig Dings mitgenommen und alles ganze Zeug. Und jetzt wachsen hier auch nur noch bekackte Blumen, Alter, die halt wirklich niemand braucht. Oh, geil, Alter. Aber wir lernen draus fürs nächste Mal. Weil jetzt bringt das halt auch wirklich nichts mehr. Wir werden das so lange durchziehen, wie es geht. Es geht unendlich, weil wir immer wieder belebt werden. Ja, ich meine halt, ja, du hast schon recht. Ich denke mal, das wird dann die letzte Session mit dieser Welt, ne? Wahrscheinlich, ja. Was? Was zur Hölle ist das denn? Nein, er hat sich in... Oh Gott. Oh. Wirklich. Was ist das denn? Mach doch mal jemand Licht an. War das knapp. Ich brauch das Essen. Knochensplitter? Warum liegt denn Knochensplitter? Das hat mich nicht mal aufgefüllt. Echt nicht? Nein. Kann ich's essen? Ich bin sehr enttäuscht. Gott. Ich sterbe. Hä, wieso bist du wieder normal? Es ist doch Nacht. Hä? Was hast du gemacht? Sterben tue ich halt. Hä, wieso bist du? Hast du ihn verwandelt? Ja, weiß ich nicht. Fluch oder so, vielleicht bevor man stirbt, aber ich bin jetzt auf jeden Fall tot. Das hat mir die letzte Kraft gekostet. Leute, das wird der letzte Part in dieser Welt sein. Wir haben bis Tag 19 überlebt. Eigentlich nicht, eigentlich haben wir bis Tag 18 oder 17 überlebt, weil seitdem ging es ja nur noch bergab. Aber richtig. Nachdem du von dem scheiß Buffalo gekillt wurdest, war vorbei. Ja. Seitdem, aber das wirst du ja im Video sehen, wenn ich da zurückgesetzt werde. Das war richtig Betrug einfach. Das war einfach richtig Betrug. Leute, was sagt ihr dazu? War es Betrug? Ja, ne? Ja, in der nächsten Aufnahme werden wir wieder neu starten und wir werden alles besser machen. Genau. Das verspreche ich euch. Wir wissen jetzt ja, in Trains Namen. Genau. Wir wissen jetzt ja, wie es ungefähr läuft. Jetzt haben wir so eine kleine Ahnung. Buffalos suchen, so viel wie es geht, Schaufel machen, damit wir hier Beeren pflanzen können, Gartenarbeit und dann läuft das hoffentlich. Stimmt. Eigentlich sage ich dir noch, die Beeren, die wachsen nicht im Winter, ne? Also. Ich weiß. Wir müssen viel Vorrat ansammeln. Wir brauchen Kühlschrank, wir brauchen alles. Ja, Leute. Das war's hier an der Stelle. Wir haben richtig schön verkackt gegen Ende. Immerhin hast du hier komische, hässliche Blumen angepflanzt. Ja. Das die Blumen wachsen halt aus den Saatlingen, ne? Dafür kann ich halt nichts. Das ist halt random. Ja, Leute. Like die Videos von uns, abonniert unsere Kanäle, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Und ja, das soll's guter in diesem Part gewesen sein. Bis in der neuen Welt. Bis dann. Bis dann.